die eigentlich nicht so, nicht ganz genau. Korrekt, ganz korrekt genau. Ist irgendwie. Und das ist doch gar nicht korrekt. Gar nicht korrekt ist. Okay, ja. Mit der man halt auch Ergebnisse erzielen kann. Okay. Richtig. Genau, ja, darüber können wir auf jeden Fall sprechen. Und dann gibt es halt die verschiedenen Sessions mit den ganzen Plugins und deiner ganzen Kette, die da drauf ist. Genau. Ja, das wird auf jeden Fall eine ganz gute Stunde so werden. Ja, ich glaub, ja, sind ja, kriegen wir locker gefüllt. Kriegen wir super hin, genau. Ja, wir sind hier in Berlin, an der SAE Berlin. Und wir machen jetzt eine Stunde hier mit meinem Gast Jan van der Thorn. Und Jan ist Sänger, Songwriter, Producer, Topliner, Arranger, multitalented so, und großer Isotope Wizard. Da gibt es heute auf jeden Fall einiges zu entdecken. Jan, du hast uns ein paar Sessions mitgebracht, ein paar Beispiele. Es geht um Vocal Production auf jeden Fall, um Verkettung von EQs, Compression wahrscheinlich, Excitement, Reverbs, Delays, was auch immer. Richtig. Du uns da zeigen wirst. Nochmal zu Jan muss man einfach auch mal sagen, genrespezifisch gibt es da so ein breites Spektrum eigentlich an dem, was du so bedienst. Mhm. Wir haben schon gerade darüber gesprochen, für dich ist eigentlich wichtig, dass es grooved so, richtig. Also dass es groovige Musik ist. Das ist eigentlich das, worunter man es zusammenfassen kann, und ob es dann Hip-Hop ist, ob es EDM ist, ob es Pop ist, ob es Singer-Songwriter ist, ja, oder so. Reggae. Reggae, das ist eigentlich, ja, irgendwie alles. Du hast dich rumgetrieben in allen Genres mit Künstlern von NSYNC bis Capital Bra, mit Sido, Yvonne Katterfeld, Samy Deluxe, irgendwie unendlich viele, durch alle Genres, wie gesagt, durch. Mhm. Ja, was hast du uns heute hier mitgebracht? So? Ich habe heute so ein paar kleine Schnipsel mitgebracht, um ein paar sehr spezifische Sachen zu zeigen. So. Ja, cool. Wo man vor allem, ich merke oft, wenn Fragen kommen, ist es oft auch so, ja, ich kriege meinen Beat irgendwie ganz gut sättig, aber da muss die Stimme noch drauf und da merke ich, das geht so nicht. Und klar geht das so nicht, aber eigentlich ist es relativ einfach. Und das würde ich gerne auch heute mal zeigen, wie einfach es sein kann, einen sehr sättigen Beat trotzdem mit Stimme so hinzukriegen, dass sie einander nicht so richtig im Weg sitzen. Ohne jetzt, ich bin jetzt kein großartiger, ja, Mischer oder so. Aber. Ja. Aber das stimmt, das ist eben oftmals die Schwierigkeit, gerade wenn man sich viel mit Samples ein Beat baut oder so, dann hat man halt toll aufgepimpte Samples, die alle schon mega gut klingen, richtig, hat irgendwie Virtual Instruments. Und dann nimmt man halt eine Stimme auf, vielleicht eben nur mit dem Mic und dem Preamp von seinem Interface. Und plötzlich steht man da und diese einzelne kleine Stimmenspur soll mit all diesen aufgemotzten oder bearbeiteten Sounds mithalten. Und das ist halt, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit, die viele Leute haben, ne? Wo man immer sagt, der Beat ist total fett. Ja. Und wie kriegen wir jetzt eigentlich die Vocals? Ja, weil die meisten Leute vergessen auch, die meisten Sachen, die gesampelt werden, die sind auch schon mal gemastert worden. Ja. Yeah. Also das macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Ja. Ich denke, das Schöne an vor allem bei Stimme ist, dass wenn man versucht, Platz zu machen oder das kaputt zu komprimieren oder mit Distortion zu arbeiten, was natürlich durchaus geil ist, dass es trotzdem nicht, es kann den Kampf einfach gegen den Beat nicht gewinnen. Ja. Und deswegen habe ich da so einen ganz rudimentären, ziemlich altschuldigen Regel. Und das ist, alles, was musikalisch ist, muss einen Masterbus haben. Okay. Und alles, was Stimme ist, muss einen eigenen Masterbus haben. Okay. Das ist halt so, du arbeitest in Ableton genau. Live. Und das heißt, alle musikalischen Elemente gehen auf einen Stereobus, alle Vocals mit Backing-Vocals, mit Vocal-Effekten, Reverbs, genau, und Delay, gehen auf den anderen. Genau. Sodass du die nochmal bearbeiten und gegeneinander regeln kannst. Richtig. Und die gehen trotzdem in den gleichen, also es geht letztendlich, der Masterbus, der richtige Masterbus, hat nur eine Komprimierung und eine Limiterstrecke. Ja. Aber die richtige, heftige Sache, oft mache ich es tatsächlich so, dann baue ich den Beat und dann klingt der Beat gut und dann nehme ich mit Masterstrecke, kopiere die Masterstrecke, mache einen Ordner, pack alles rein und nehme die Masterstrecke, pack ihn auf die Musik. Und dann habe ich so für die Musik sozusagen eigentlich wieder die ganze Headroom wieder frei. Ja, ja. Für den Gesang, genau. Ja, genau. Und dann mache ich einfach auf dem Masterfader ein kleines bisschen Compressor Limiter, damit es alles schön bleibt. Und dann ist es relativ einfach die Verhältnisse mit Volumen zu machen. Musst du gar nicht alles zu Tode komprimieren und... Ja, okay. Funktioniert super eigentlich. Genau. Und vor allem, früher war es natürlich schwierig,
Weil dann hast du natürlich auch die Rauschpegelverhältnisse war dann sehr heftig und dann hast du sehr viel Rausch. Wenn das digital ist, hast du das Problem nicht. Deswegen kannst du ganz normal anders denken. Genau. Das kann ich gleich nochmal zeigen. Super. Sollen wir in dieses erste Beispiel mal reingehen? Irgendwie? Ja. Mit deinem Vocal Processing? Ja, genau. Super. Wenn ihr Fragen habt natürlich zu dieser Session, in dieser Session, wir streamen ja live gerade. Richtig. Auf den verschiedenen Plattformen, The Producer Network auf YouTube natürlich, Imstafester auf YouTube natürlich. Und stellt gerne die Fragen in den Chat rein. Ich habe hier meinen Laptop und werde schauen, dass während Jan was Schönes erklärt, ich nochmal die Fragen scanne und ich ihm diese Fragen natürlich live einfach reinstellen kann. Super. Machen wir ein bisschen lauter, ne? Ja, gerne. Also zum Beispiel hier habe ich jetzt der Beat, der ist ja so. Machen wir die Stimme kurz aus. Also die würde ich jetzt in eine Gruppe packen. Nenne ich dann meistens All. Und da weiß ich zum Beispiel hier, das ist jetzt meine Masterstrecke für den Sound von der Beat. Dann kopiere ich die einfach, pack die jetzt da drauf, nehme nur die EQ raus. So, und mache dann bei der Masterstrecke jetzt erstmal das, außer das mache ich dann auf 0. So, jetzt klingt es eigentlich gleich. Und jetzt kommt die Stimme dazu. Jetzt spiele ich erstmal die Stimme ohne Effekte, mache den Beat mal kurz aus. Warte mal kurz. So. So. Ich habe ja, das ist für alle, die jetzt gucken und denken, hör, warum hast du 16? Ich habe ja schon Ableton 11. Und du kannst jetzt anstatt 8 Regler kannst du schon 16, was ja ein Riesenvorteil ist. Ich habe tatsächlich auf meine Strecke zum Beispiel in der erste habe ich hier der Virtual Mix Bus und da habe ich, wenn ich will, eine Mikrofonänderung, wenn ich ein anderes Mikro will, einen Virtual Channel für den Ton Distortion. Und zwei EQs und nochmal die Reviver. Und die habe ich eigentlich immer auf 15% hier so bei 4 stehen. Okay. Den fasse ich gar nicht an. Ja. Aber wenn ich das jetzt aber sehe, heißt das schon, du hast die Vocals auch mit dem Slate-Mic aufgenommen? Richtig. Ja. Also das ist sozusagen der Anfang dieser Vocal, auch die da aufgenommen ist, ist das Slate-Mikro. Genau. Ja. Sollen wir da gleich nochmal kurz einsteigen? Ja, gerne. Dass wir sozusagen nochmal vor der Aufnahme anfangen. Weil das ist ja jetzt eine Möglichkeit, dass man eben dieses Slate-Mikrofon oder es gibt auch das Mikrofon von Townsend Labs was im Grunde genommen ganz clean ist und sauber ist und wo wir dann später mit den Plugins letztendlich Processing raufhauen können und den Microphone-Type nochmal wählen können. Was hast du jetzt da gewählt? Hast du irgendwie mein Favorite, es gibt es nicht, weil es hängt von der Stimme ab. Okay, leider. Aber ich tendiere oft auf den AKG, ne, der 8000er. Okay. Oder hier der 800 hier, das ist eigentlich ein Nachmacher von der M7 von der Shure M7. Ach, Shure M7, okay. Ja, oder dieses Sony 800er ist das dann? Oder ist das? Nee, genau, ich meine hier den M7er, sorry. Ja, ja, genau. Oben, das hier ist der, das ist der Sony 8800, ja, richtig. Ja, okay. Mein Fehler. Oder hier der Shure M7, weil... natürlich das Original, das Neue ist auch super, aber der hat weniger Charakter als das Ältere. Meistens sind es die beide, aber es hängt komplett davon ab. Wenn es eine Frau ist zum Beispiel, nehme ich oft was mehr Höhen hat, also Sony zum Beispiel. Mhm. Wenn es ein Rapper ist, dann greife ich sehr schnell zum FM7, weil er auch mit diesen ganzen besser umgeht, finde ich. Ja. Und, aber hier ist er jetzt aus. Weil ich habe manchmal einfach aus. Ich habe ja tatsächlich Slate-Paar und die sind ja ultralinear. Ja. Und meine Philosophie ist ein kleines bisschen, wenn du heute ein Mikro kaufst und du willst ein neues Mikro kaufen, dann kannst du am besten entweder Slate oder Townsend oder irgend sowas Ähnliches kaufen. So ein Modeling. Ja, so ein Modeling. Wäre dein Tipp jetzt eigentlich? Ja. Also was ich mache. Ja, genau. Also ich würde, wenn ich ein neues Mikro kaufe, kaufe ich nur sowas. Sonst kaufe ich immer Mikros am liebsten vor 1970. Okay. Es sei denn, es ist ein Sony, das kann dann schon 80er sein. Ja.
Ich habe jetzt gerade ein Shure SM57 Unidyne, ja. 1965 gekauft. Ja, das ist mega, ja. Genau. Und der ist halt richtig gut. Das gleiche kaufst du für 190 Euro jetzt oder für 160. Ja. Das klingt anders. Klingt nach nichts. Okay. Und deswegen sage ich so, meist Leute fragen ja, wie kann es sein, dass alte Sachen besser sind? Das ist ja ganz einfach. Eigentlich haben wir unsere Technologie ist viel besser, aber wir haben die Grundstoffe nicht mehr von damals. Mhm. Das Metall, all die Grundstoffe, die benutzt haben, um dieses Mikro zu machen, die machen natürlich den Sound aus. Das ist wie ein Stradivari mit Holz von vor 300 Jahren. Klingt natürlich anders als einer von der Baum von gestern. Ja, okay. Ja, halt viele so. Leute sagen ja auch, dass oftmals diese handgewickelten Sachen oder die Leute, wo wirklich das noch in die Hand genommen haben, zusammengesetzt Klar. haben, natürlich auch irgendwie natürlich. Einen anderen Sound. Aber ich glaube echt, also das macht auf jeden Fall was aus, weil das natürlich dann auch, dass die deswegen nicht alle gleich klingen. Das ist 100 Pro, aber ich glaube auch echt, das Metall von früher, das gibt es einfach nicht mehr heute. Ja. Das klingt einfach anders. Deswegen, also das mal mein kleiner Tipp für Mikro. Ja, okay, sehr gut. Fuchse. Genau. Wir kommen nachher nochmal zu deiner Kette vielleicht zurück. Mach doch ruhig da weiter. Ah ja, genau. Wir waren ja, also ich habe dann zwei EQs hier und dann habe ich noch eine ganz kleiner Freund, den ich immer dahinter direkt packe. Das ist mein Freund, der Distressor. Mhm. Der macht sehr wenig in diesem Fall. Also in diesem Fall mehr, aber meistens bin ich so bei 2:1. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen mehr, weil die Aufnahme war ein bisschen leise. Dann habe ich einen DSer. Den packe ich aber eher hier. Und ich habe Sweetvox. Und Sweetvox... Das klingt schon mal gut. Ja, ist ein Plugin von ein Freak, der heißt Analog Obsession. Okay. Und der macht die Sache eigentlich umsonst. Du kannst alle Plugins von denen für umsonst runterladen. Aber ich habe es bei ihm so einen Patreon-Deal. Ich zahle ich wollte gerade sagen. Ja. Also mit Donation sozusagen? Genau. Ja. Ich zahle so $10 im Monat. Und der Typ ist verrückt. Also die Sachen sind unfassbar gut. Das ist super. Das ist eigentlich, wenn ich es mal kurz erwähnen darf, eigentlich wie bei The Producer Network. Wir machen auch unseren ganzen Video-Channel erstmal so. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne über Patreon unterstützen. Da gibt es noch mal ein paar Exclusive-Sachen dann für euch. Richtig. Dann habe ich Sibilance, das bekannte Waves-Plugin, was es mal vor einer Weile für umsonst gab. Stimmt. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Das ist gut. Oh. Weil es ist kein De-Esser. Ja. Obwohl es De-Essen kann, aber es macht tatsächlich die Problemstelle, da wo es teilweise wehtut oder wo es einfach klackert. Und das habe ich immer darauf. Dann De-Esser in diesem Fall von Waves, weil der für mich am saubersten ist. Es gibt ganz viele mega gute. Ich arbeite auch sehr gerne mit den De-Esser von Nectar. Mhm. Aber nicht bei jeder Stimme funktioniert er leider. Und bei Waves muss ich sagen, der De-Esser ist unschlagbar. Classic auf jeden Fall. Mittlerweile schon fast. Als Voll. Also, ne? Ja. Dann habe ich zwei Little Altar Boys. Meistens immer ein Oktave runter und ein Oktave rüber. Okay. Und die mische ich dann dazu, wie ich das will. Okay. Dann habe ich von Isotope Trash 2. Habe ich so Filtereinstellungen, Trash-Einstellungen, ein kleiner Convolver, nicht zu übertrieben, und nochmal ein Delay. Und die kann ich natürlich hier über meine Regler hier dazu mischen. Dazu mischen. Zeig nochmal kurz den Alter Boy, für die Leute, die Soundtoys Alter Boy noch nicht kennen. Genau, also hier, das sind die beiden. Ich habe einmal ein Oktav runter hier, mit dann so -4 Formante. Mhm. Und ein Oktav drüber mit so 1:1. Und die mische ich dann hier. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, hier kannst du sehen, wo habe ich die jetzt hier? Die habe ich hier, genau. Nee, das ist Trash. Warte, wo ist es genau bei mir? Weil den habe ich gar nicht drauf, stimmt. Das muss ich per Hand machen immer. Da kann ich einfach rein dialen sozusagen, wie ich das haben will. Ja. Und dann zeige ich gleich, wie es klingt. Dann habe ich noch ein Microshift. Auch Soundtoys. Auch Soundtoys. Ja, der ist Killer. Wird sehr unterschätzt, aber ich finde, was der vor allem mit Vocals macht, ist Ich finde auch. Unglaublich. Das ist, also gut. Für mich ist das auch dieses Dimension D von früher sozusagen. Ja, danke. Das 19-Zoll-Gerät mit den drei Buttons sozusagen Voll. Dran und das ist eine super Emulation. Den habe ich übrigens noch. Ah, hast du den noch? Ja. Okay. Und wenn du es vergleichst, ist es tatsächlich fast 1:1. Ja, super krass. Ja, ich mag es auch gerne. Und dann habe ich noch den, die noch nicht alle kennen, aber super, den Neoverb. Ja. Killer. Ja? Ja, weil Neoverb hat zwei Sachen, außer dass du natürlich
allein schon die Idee, um drei Reverbs so taste-mäßig so da ein bisschen so dazwischen zu scrollen, um zu gucken, was klingt jetzt am besten, feiere ich zu Tode. Mega, ich bin gespannt. Ja. Ja. Und was ich da sehr gut finde, ist, dass du bei den Reverb kannst du ja auch den Plugin, und wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine, jetzt habe ich natürlich auf die Stimme, aber wenn ich zum Beispiel eine Stimme mit Klavier habe, könnte ich auf den Klavier ein Relay von die Stimme nehmen, mhm, und dann sozusagen die Frequenzen von die Stimme aus den Reverb rausrechnen, damit die nicht überlagern. Genau. Ah, okay. Es hat halt über dieses Select Plugin, kommt dann, wenn du irgendwo ein Relay hast, kommt der auch dazu. Relay ist auch ein Teil des Isotope gesamten Plugin, ja, Sortiments sozusagen. Die kriegst du eigentlich bei Relay kommt, glaube ich, bei Nectar und bei Neutron. Mhm. Weil das sind die Plugins, die bis und wahrscheinlich jetzt bei Neoverb auch. Ja. Das sind die benutzen dieses Unmasking. Ja. Voll cool. Hören wir gleich, wie er klingt. Super. Wir können jetzt zwei Sachen machen. Ich mache mal einmal so der grobe Vergleich. Ja, gerne. Und dann mache ich noch mal ein für ein, schalte ich sie an, um zu hören, was mache ich alles jetzt genau an, was. Alles aus sozusagen. Genau. Wir hören mal einmal die Stimme komplett trocken. Ja. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you psycho. So, das ist der alleine. Dann geht er jetzt an, alles an. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you psycho. Theos. Das ist ordentlich was los. Ja, lass nochmal mit dem Beat zusammenhören, ja, vielleicht da auch nochmal diesen Unterschied machen. Das finde ich auch beeindruckend. Gute Idee. Einmal aus und an, ne? Ja. Genau. Einmal ohne. Ja. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you psycho. Mit. I don't know why you always on my tight. Ja, krass, wie viel Excitement dann auch so dazukommt, ne? Wie viel, ja, Freshness da plötzlich ist und natürlich durch die Räumlichkeit auch. Ich habe das mal gelernt von einem Engineer, der für Janet Jackson gemischt hat. Mhm. Und der sagte immer, wir haben immer mit DBX aufgenommen, ja, und ohne abgespielt, ja, und dann de-est. Ja. Und habe ich, genau, gedacht, okay, was ist jetzt der Vorteil? Und dann dachte ich, warte mal, eigentlich nur extra Höhen dazugefügt, ja, und dann gedeessed. Und dann habe ich das versucht umzusetzen mit EQ. Und deswegen habe ich hier, wenn du die Bände bei mir siehst, kannst du das überhaupt sehen? Ja. Nee, ich bin so weit weg hier. Wir, ja, sind so Corona-konform, ja, natürlich. Also ich habe hier so top hoch. Ja. Und den crank ich immer so hoch, wie es geht. Okay. Bis es fast weh tut. Und dann stelle ich den Deesser darauf ein. Okay. Manchmal minus 30 dB. Ja. Damit nur diesen richtigen, heftigen, die werden weggedrückt. Aber die Frische hilft einfach, die Stimme durchzusetzen. Okay. Die Stimme kommt, wenn die Höhen und die Mitten da richtig sitzen, dann kommt er eigentlich immer durch. Ja. Auch wenn er nicht so ganz so laut ist. Ja. Und jetzt wollte ich mal zeigen, jetzt habe ich auf dieser Bust, ich weiß, nicht jeder DAW hat das, aber ich glaube schon sowas Ähnliches. Hier bei Ableton gibt es diesen Utility. Und man kann natürlich auch das normale Volumen hier Lautstärke regeln. Aber ich mag es immer, wenn die alle auf Null stehen. Mhm. Weil falls ich da mal eingreifen muss und ich selektiere sie alle, dann gehen sie alle. Ja. Und da benutze ich immer diesen Utility. Und die würde ich auch automatisieren und nicht den Master Fader. Genau. Okay. Damit man immer so ein bisschen extra Hand noch hat. Und der geht auch, der geht bis 35 dB. Okay. Das kann sehr hilfreich sein. Und den crank ich dann einfach, bis die Stimme für mich laut genug ist. Das ist für mich das. So, jetzt mache ich die mal, jetzt mache ich die mal lustigerweise eins für eins an. Genau, finde ich super. Geh doch mal einmal durch. Ich schaue mal hier kurz auf die Fragen, ob schon Leute was gefragt haben. Und du, mhm, stellst einfach mal vor, was du machst. Genau, also erstmal die Virtual Mix Rack 1. I don't know why you always, da habe ich hier diesen ganzen Regler. Also von Shimmer bis Drive ist alles das erste Rack. Da kann ich ja richtig cranken, wenn ich will. Meistens bleibe ich unter 65. Übrigens ein schöner Nebeninfo. Dieser Rack-Idee, um das so zu machen, habe ich von Killy und Joe.
Mhm. Die hatten das mal, hatten mir das mal gezeigt und haben mir da mal deren Rack einfach so die Einstellung gegeben. Und dann habe ich die noch ein bisschen umgepimpt, aber von denen habe ich eigentlich die Idee, um das einfach über diesen ganzen Regler, weil normalerweise denkst du, EQ musst du ganz präzise, aber eigentlich benutzt du bei Stimme ziemlich oft die gleiche Frequenz. Also es ist ja immer 1K, 3K, 10, 1000K, ja, so, genau. Weißt du so? Ja, ja, voll. Und ja, also 10K. Ja. Ja, ja, genau. Und deswegen, das fand ich, wollte ich nochmal erwähnen. Nicht, dass alle denken, dass ich so klug bin, dass ich mir das selber ausgedacht habe. Nee, nee, ich fand das auch gerade neulich interessant. Ich habe ein Video gesehen von dem von Kush Audio auf YouTube auch. Und der hat auch gesagt, packt einfach mal 3 EQ-Punkte, 100 Hertz, 1 Kilohertz, 10 Kilohertz auf die Vocal und checkt einfach mal, was dann passiert, wenn ihr damit rumspielt und so. Und ich hab's dann einfach auch nochmal im Studio gemacht und dachte so, ja, das ist total... Das ist es, das ist der Bereich. Ganz, voll interessant. Ganz so, ja, auch. Ja. Genau. Eine ganz kurze Techniksache. Ja. Hier wird öfter kurz gesagt, dass wir recht leise sind und die Musik recht leise ist. Nur nochmal an den Audiobereich. Vielleicht können wir da mit mehr Pegel noch auf den Stream gehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Genau, das sind so mehr paar. Okay, das ist natürlich blöd. Genau. Ich kann hier mal ein bisschen nachsteuern. Aber ich glaube, das haben die ganz gut in der Hand, glaube ich, so. Okay. Für den Master auf jeden Fall. Okay, na gut, dann bleibe ich da, wo ich bin. Genau. Der nächste ist dann, da kommt jetzt der Distressor dazu. I don't know why you always on my tight though. You can change it. Das ist ein reiner Volume. I don't know why you always. Genau. Zeig nochmal, was der macht. Macht er irgendwie überhaupt so geht. Bisschen Game Reaction. Kleines bisschen. Genau. Und hast du nochmal irgendwie Character? Hast du nochmal Overtones oder so? Das ist eigentlich bei. Okay. Ich habe alles aus. Ich habe wirklich nur Input. Ziemlich hoch, so auf 6. Ja. Und dann Output auch auf 6. Und Attack halt schön hoch, damit keine komischen Transienten entstehen. Und der Release auf 0. Ja. Okay, so. Genau. Klassischer Vocal. Ja, genau. Und dann auf 6 zu 1. Ja, okay. Ja. Damit das schon reagiert, aber halt auch sehr gut zu handhaben ist für Lautstärke. Ja. So, jetzt kommt es. Jetzt kommt dieses Gerät dazu, Jungs. Genau, das will ich wissen, was das macht. Männer und Ladies. Sweetvox? Sweetvox. Umsonst. Ne? Sweetvox. Wenn man es erstmal ausprobieren will. Und ich mache nur, du siehst hier, ich habe so einen Regler. Ich mache wirklich nur diesen Regler. Mach mal einmal ohne nochmal für den Vergleich. I don't know why you always. Und jetzt mal mit. I don't know why you always. Alright, das ist der Exciter halt. Krass, oder? Sweetvox. Aber ich weiß schon, was ich mir heute Abend noch runterlade. Ja, und der hat auch ein super Oversample. Mache ich jetzt nicht, aber wenn ich mische, mache ich alles an. Ja. Und der hat alles von ihm ist unglaublich gut. Super wirklich. Gut. Sag nochmal die Company kurz. Analog Obsession. Analog Obsession. Kannst nur... Ist notiert. Ja. Ja. So, jetzt kommt der Sibilance. I don't know why you always... On my tight, und du siehst hier auch always, genau. Cycle, I don't know why absolut. You always. Super, super dezent, aber mega gut. Ja, ja. So, jetzt packe ich den De-Esser an und fange dann hier im Top hoch schon mal ein bisschen zu drehen. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you cycle. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you cycle. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you cycle. Ja, geht voll klar. Right. So, jetzt hat er schön viel Presence. Zwei alter Boys. I don't know why you always on my tight though. Genau, schieb doch mal kurz die alter Boys ein bisschen extremer dazu, damit man nochmal gerne. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you cycle. I don't know why you mach ich liebe alter Boys. Ich auch. So ein super Plugin. Jawohl. Bisschen Body, bisschen Frische. Ja, ja, genau. Mehr und gleichzeitig so ein bisschen sowas Schönes, Artifizielles voll. Vielleicht, ne? So durch diese Formantverschiebung. Also super. So, dann kommt der Thrasher. Und der Thrasher ist heftig. Ja. Da habe ich hier auch einen Mix-Knopf dafür, weil der macht jetzt sehr viel Exciting auch. Ja, okay. Nochmal. On my tight though, you can change it for me when you cycle. I don't know why you always. Ach krass, okay. Das jetzt, ist das, wo du wirklich das. Ja. Sozusagen und jetzt merke ich zum Beispiel, dass ich das mag, aber dass es ein bisschen dünn wird. Und dann mache ich immer gerne den Retro-Collar davor. Und dann wirst du mich fragen: Retro-Collar, das ist eigentlich ein Effektgerät für so Effekten und so. Ja.
Dann sage ich ja. Dann gehe ich einmal auf meinen Initiator und dann mache ich nur den Distort an, weil der Distort kann ja auf Frequenzen distorten. Und da kann ich Frequenzen zurückholen, die mir fehlen. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you psycho. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you psycho. Und damit addierst du sozusagen wieder nochmal den unteren Mittenbereich, den du jetzt verloren hast, wieder nochmal dazu. Richtig. Ah, okay. Damit ich beides habe, weißt du? Weil genau. Dass ich nicht sagen muss, okay, ich finde den Exciter super, aber wenn ich den mixe, dann weiß ich, dann verliere ich auch ein bisschen diesen geilen, kaputten. Und das will ich halt nicht. Ja. Und das Gute ist, wenn du Frequenzen verzerrst und die relativ schmal lässt, dann klingt es nicht wirklich wie Zerrung. Mhm. Es färbt nur. Ja. Und das mache ich dann damit. Und dann kommt nochmal der Microshift. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me. Ohne. When you psycho. I don't know why mit you always extrem. On my tight though. You can change it for me. When you psycho. So, das reicht. Genau. Und dann gehe ich in den Neoverb. Um halt einfach mit dem Microshift natürlich die Vocal auch einfach nochmal ein bisschen breiter zu kriegen. Genau. Der Alterboy hat es ja auch schon so ein bisschen durch die weirde Modulation gemacht, aber der macht so ganz klar. Ja, das Gute am Microshift ist, und vor allem jetzt, glaube diese Woche kostet er nur 39 Euro, habe ich, oder 29 Dollar. Ja, Soundtoy, es gibt sowieso das ganze Bundle gerade im Angebot, sollte man zuschlagen, finde ich. Das Gute ist, du hast halt den Fokus und du kannst sagen, ey, ich will nur, dass die oberen, oder ich will nur, dass so bei 20 Herz, oder das ist total geil, du kannst einfach genau deinen Bereich aussuchen und da Magi MSG drauf sprengen, sozusagen. Genau. So, und dann jetzt kommt der, kommt nochmal der Neoverb. Einfach nochmal Dry Wet, die habe ich auch hier, genau, die mache ich. Du kriegst hier von BMO schon den Kommentar, die Tipps von Jan sind mega. Oh, das freut mich. Ja, das ist doch gut, ne? Danke, BMO. BMO ist auch mega, okay, jetzt kommt. I don't know why you always jetzt kommt der Reverb. You can change it for me when you psycho. I don't know why you always on my tight though. Und ich find's erstaunlich, wie sie es hingekriegt haben, einen Reverb zu machen, der nicht reverbig klingt. Das klingt jetzt total behindert, was ich sage, aber ich mag zum Beispiel auch Valhalla sehr. Mhm. Aber Valhalla finde ich persönlich besser auf Instrumenten. Mhm. Auf Stimme finde ich den manchmal zu heftig. Okay. Weil wenn du jetzt sagst, das klingt nicht wie Reverb, dann klingt der andere Reverb zu sehr, zu dick, zu lang, nimmt zu viel Platz ein. Nimmt einfach zu viel Platz, genau. Und du musst dann bei Valhalla muss ich immer noch mal richtig EQen, meistens sogar auf den Send, damit ich da noch richtig eingreifen kann. Bei Neoverb ist das Coole, du hast ja die ganze, du kannst hier ja über hier kannst du schon die Diffusoren, die Attack-Zeiten, die Zeit, die Crossovers kannst du dir auswählen. Ist verrückt. Und du kannst auch noch hier sagen, ey, Pre-EQ, ja, da ist zu viel Tiefen, geh schon mal was raus, so. Ja. Das haben die so gut gemacht, muss ich echt sagen. Also, und erklär doch mal kurz mit den drei Ecken, also mit diesem, was man da überhaupt machen kann. Naja, wenn man zum Beispiel mal, wir gehen mal auf komplett Wet. Es gibt ja drei Reverbs, die man am meisten benutzt. Also der Reflektor. Mhm. Der Plate und der Hall. Und zwischen diesen Charakteren und den Längen sozusagen. Genau. Hast du so kein XY-Pad, aber ein XYZ-Pad. Ja, yeah, okay. Ja, und du kannst einfach sagen, okay, ich will, hör mal. Auch super intuitiv dann eigentlich, ne? Also voll. Yeah, total. Also du hörst und sagst, das mag ich. Ja. Und dann mache ich halt noch den Verhältnis halt nicht so heftig. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you psycho. Und finde, das passt eigentlich cool, ganz gut. Cool, das nochmal mit dem Beat, genau. I don't know why you always on my tight though. You can change it for me when you psycho. I don't know why you always on my tight though. Und man hört einfach, guck mal, ich bin auf Null. Ich habe nur 4 dB lauter gemacht und einen Kompressor. Ja. Das war's. Also wirklich ein Kompressor, der noch, du hast ja gesehen, gar nicht so viel macht. Ja, gar nicht so viel macht.
Okay, ich habe natürlich ehrlichheitshalber auch diesen Isotope Trash. Da wird auch ein bisschen... Naja, durch die Distortion wird es natürlich auch dynamic-mäßig und du hattest ja am Anfang der Kette da auch bei dem Slate-Rack hattest du auch Revival nochmal so drin. Das genau. Auch so ein bisschen Crunch, bisschen Zerrung und so. Richtig. Also dadurch wird natürlich auch vieles zusammengehört. Hier ist nochmal auch ein ganz interessanter Comment so von Brace Beats, der sagt, krass, er schreckt ja vor Excitement nicht zurück. Nein. Ich habe immer die Befürchtung, dass es zu viel ist und bin eher sparsam. Das ist ich will jetzt nicht sagen, ein typischer Fehler, weil jeder arbeitet so, wie er arbeitet. Ich bin aber eher so ein We'll fix it in post-Typ. Weißt du? Es muss erstmal geil sein. Und das muss erstmal geil klingen. Und wenn es dann irgendwie zu viel ist, dann kann man immer noch zurückgehen. Ich finde, es ist besser zurückzugehen, als zuzugehen, wenn es überhaupt Sinn macht. Okay. Ja, also als schon am Anfang zu weit zu gehen sozusagen. Ja. Und dann lieber sozusagen, also du gehst, sagen wir mal, wenn du jetzt mixt auch, gehst du lieber ins Extreme und sagst dann, davon kann ich nochmal ein bisschen zurückgehen, als immer dich von unten sozusagen ranzutasten. Ja. Sagst du halt lieber, let's go, Excitement, zack, zack, zack. Es hängt natürlich schon vom Genre ab. Ja, klar. Also wenn ich mache auch viel Filmmusik und so, da ist natürlich ganz anders. Ja, genau. Oder wenn ich eine akustische Gitarre mit einer Sängerin aufnehme, dann bin ich natürlich sehr, sehr konservativ. Ja, aber also bei Singer-Songwriter. Ja, genau. Aber bei Musik, wo es knallen muss, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, ich meine, du kannst Feuer nur mit Feuer auslösen. Geht nicht anders so. Und das ist das Problem, wenn man Beats hat, die selber schon so viel Eier und so viel Kraft machen. Wie willst du dann überhaupt? Mit Vorsicht kommt sie nicht weiter. Ja, dann musst du halt das auf den Vocals auch so dazu addieren. Hier ist noch eine Reverb-Frage von Svenno. Jan, sehr cool bisher. Was ist der Vorteil von Neoverb zu Phoenix Reverb oder R2 von Exponential Audio? Hier auch so von Isotope sind. Der Vorteil ist, finde ich, mehrere Sachen. Also ich glaube zu wissen, dass es die gleiche, wie heißt das nochmal? Engine ist das? Ja, sind, glaube ich, die gleiche Engines von Exponential Audio. Glaube ich zu wissen. Muss nicht sein, aber ich glaube. Ich finde die auch super, aber ich finde die Oberfläche bei Exponential Audio, finde ich, schreckt eher ab. So, man kann sehr viel machen, es klingt tierisch, ohne Frage, aber es ist nicht benutzerfreundlich. Ich glaube, Isotope hat diese Marke gekauft, weil die richtig gut ist und dann gedacht, wir müssen aber unbedingt die Oberfläche ändern. Und das haben die halt gemacht. Ja, ich glaube, was an dem Neoverb, was du gerade gezeigt hast, ist halt einfach die Simplicity sozusagen, die Einfachheit, wie man es bedienen kann und sich das auswählen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich kein Exponential Audio mir benutzen. Ne? Also wenn ich jetzt Klaviere oder Streicher mache, dann gehe ich natürlich zu Exponential Audio, weil die klingt nichts Besseres. Also das ist einfach so. Aber für so Pop-Produktion und für heute laute, gut klingende laute Musik ist, also Neoverb ist vor allem der Bedienung, die Oberfläche ist super. Die haben sehr weit gedacht mit EQing. Du kannst Knopf drücken, der sucht selber schon. Das kann ich mal gerne zeigen. Weißt du was, ich mach mal ein neues auf, um mal zu zeigen, wie cool das eigentlich gelöst ist. Da brauchst du, und das finde ich eigentlich, das liebe ich an Isotope, deswegen war ich schon immer ein Unterstützer von denen, weil die die machen Software für Pros, aber auch für Anfänger. Und die können beide damit den gleichen Qualität erzeugen. Finde ich tierisch. Einfach schon der Mindset so von, wir haben doch die Tools, warum soll nicht jeder es benutzen können? Ja, genau. Finde ich total cool. So. Klar, jetzt ist natürlich mein Mix hier weg, weil der nicht mehr gelinkt ist, aber das ist erstmal egal. Ich gehe mal auf 20%. So, habe ich das gemacht, sage ich bei Pre-EQ, sage ich schon mal Auto-Cut. So, hat er schon mal selber gesagt, okay, ich denke, die Frequenzen können wir auf jeden Fall weniger machen. Dann kannst du entscheiden, nee, oder mach nochmal heftiger. Ah, okay, alles klar. Super. Cool. Typisch Isotope, liebe ich. Und bei Reverb ist das Gleiche. Du sagst einfach Unmask, ohne Plugin jetzt. Und jetzt hat er einfach auf der Envelope sozusagen, auf der Input gecheckt, okay, in diesem Frequenzbereich sind stehende Welle, die machen wir ein bisschen weniger.
Und schon habe ich einen besser klingenden Reverb. Ein besser klingende, transparente. Yeah. Super, krass. Also super gut. Zwei Knopfdrücke. Yeah. I don't know why you always on my side though. Bin großer Fan. Sehr, sehr gut gelungen. Muss ich den nochmal sagen. Mega. Willst du uns die zweite Session zeigen? Sehr gerne. Ja, sehr gut. Wir haben jetzt so hier eine 35 Minuten um. Oh. Und wir wollen ja noch ein bisschen was zeigen. Aber das war schon auf jeden Fall super. Ich habe mal eine Remix gemacht für Cash Doll. Das ist so eine US-Rapperin. Und ich dachte, anhand von Cash Doll kann man auch nochmal richtig gut zeigen, wie ich das mit den Master Fader meinte. Ne? Also ja. Ich habe den Beat erstmal gehabt. Ich habe natürlich nur Snippets. Den Beat mal gehabt so. Ziemlich kaputt. Ist das laut genug, meinst du, für die Leute? Ja, ich glaube schon, oder? So, ist alles kaputt, alles laut, aber genauso, wie ich es haben will. Jetzt eine Stimme ohne Strecke. Yo, see, I'm a ride or die chick. Since day one, I held you down. Never thought when we broke up, you'll turn around and be a clown. My old name Ricky. Cute Bronx getting the brush way. And he had a six pack. Ja, ist klar. Hat sie natürlich auch wieder Schwierigkeiten, irgendwie weißt darüber du? Zu kommen. So. Und vor allem, ihr fehlt für den Beat den Energie. Ja, total. Das, so, und dann habe ich mir aus dem Fenster gelehnt und gesagt, komm, gib mal ein bisschen Energie. Yo, see, I'm a ride or die chick. Since day one, I held you down. Never thought when we broke up, you'll turn around and be a clown. My old name Ricky. Cute Bronx getting some brush waves. And he had a six pack. I used to go crazy when he hit that. Started with a quarter, then he moved up to a half. His connect gave him some bricks. Man, I knew it wouldn't last. Es cool. ist und ist eigentlich wieder auch die Vocal-Kette, genau. die du uns gerade so erklärt hast. Benutzt immer den gleichen. Benutzt immer die gleiche. Das heißt, eigentlich variierst du dann die Anteile davon genau. oder mal so das EQing oder deswegen habe ich hier diesen 16 Dinger so. Ja. Und da mache ich schon mal den groben, okay, mag ich. Und dann gehe ich natürlich nochmal detailliert rein. Ja, manchmal muss es auch gar nicht. Manchmal schleppe ich das Ding drauf und es klingt genauso, wie ich es haben will. Ja, super. Und hier habe ich wieder Neoverb, Micro Shift, ja, alles da. Das Einzige, was ich ausgemacht habe in dieser Fall, ist Little Alter Boy, weil ich meinte, hat nicht wirklich was gebracht bei ja. ihr. Keine gepitchten Vocals noch ja. so dazu. Lass uns vielleicht ganz kurz mal darüber sprechen, wie der Anfang deiner Vocal Chain ist. Wir hatten ja schon vorhin gesagt, wenn du jetzt ja. eben das Slate-Mic nimmst, das neutrale genau. Mic nimmst, gehst du direkt in dein Audio-Interface und nimmst ohne irgendwas auf oder du grinst nee. Schon so? Nee, ja. Ich hab eine sehr unorthodoxe Strecke, der eigentlich orthodox ist, aber ich habe es halt unorthodox angeschlossen. Ich habe ein, ich glaube, man nennt das ein DI-Box. Das ist einfach so ein Box, der nur diesen Phantom-Speise bringt, nichts anderes. Okay. So, einfach so 48 Volt. Ah, okay. Was ja jeder eigentlich, ich wollte halt nicht Impuls ja. und dann raus und dann wieder rein. Da, ich meine, im Wandler ja. für den 48 Volt raus. Ah, okay, stimmt, jetzt verstehe ich, was du sagst. Ne? Also wenn man das Mic halt direkt an sein Interface anschließt, genau. jetzt so ein kleines portables Two-Channel oder was genau. auch immer Interface, dann muss man meistens immer Phantomspeisung anmachen. Genau. Und du wolltest aber vorher noch das genau. ich ganze wollte den einbinden. Richtig, natürlich. Ich wollte den Phantomspeise komplett dedicated haben. Genau, also es ist nur ein kleines Speisegerät, erstmal genau. Phantom Power. Genau, okay, Phantom Power. So, und das geht dann in ein LA-2A. LA-2A, ja. Teletronics, ja, genau. Opto-Kompressor mit Röhre drin. Ja, mit Röhre. Ja. Und eigentlich... In den zuerst? Ja, ja, genau. Vor dem Preamp? Ja. Okay, genau. Ja. Here we go. Ja, richtig. Das Lustige ist, ich gehe dann von den LA-2A gehe ich in den Pultec EQ, ja. habe die Equalizer-Bänder auf 0, mache aber trotzdem Boosting. Auf dem Gain? Genau. Okay. Und das ist was du ja aber in dem LA-2A sozusagen auch schon machst, also mit dem Gain. Genau, also LA-2A benutze ich tatsächlich für diesen Optimization, wie heißt das nochmal? Ja, Peak Reduction, danke, ja, genau. Den mache ich ziemlich auf 6. Okay. Macht dann aber den Input nicht so extrem. Ja. Damit er auch nicht so heftig einschlägt. Dann geht der Input-Deck, der macht dann Gain. Okay, und aber ohne EQing. Ohne EQing. Sondern das ist einfach der Charakter von dem Pultec, genau. was er auch... Genau, ich mache manchmal so 100k ab oder so. Mhm.
Hast du wirklich noch einen Pull-Tag oder ist es ein Tube-Tag? Nee, es ist sogar ein Clark. Okay, klar. Ja, ja. Den ich übrigens feiere. Alles klar. Die haben das richtig gut gemacht. Gehe in den Clark. Ja. Und dann gehe ich in meinen Wandler. Okay. Ja, es ist jetzt, ja, also unorthodox. Es ist nicht, es ist jetzt nicht, dass du sagst, oh, das geht. Und wenn ja du sagst, du gehst in deinen Wandler, dann gehst du da nochmal in den Mic Pre rein? Nee, gehst du in den Line natürlich rein. Dann gehe ich, in den Mic Pre, okay. Aber ohne Phantom natürlich. Ja, ja, genau. Ja, ich gehe, weil dann kann ich, wenn es muss, noch in der DAW oder in mein Mixer-Form. Ich habe ja noch ein Roland Studio Capture von 2013 oder sowas. Okay. Das ist 16 in, 16 out und nochmal 8 digital. XLR und Ginge? Nee, ja. Jack. Genau. Ja. Und den mag ich einfach. Ich mag, wie er klingt und ich finde halt die Flexibilität sehr gut, dass du so viel aufnehmen kannst, wenn du willst. Ja. Und der ist nur so groß. So. Und mit dem mache ich manchmal noch mal ein kleines bisschen Gain auch noch, wenn ich merke, oh, da geht noch was. Ich mache immer einmal kurzer Loop, um zu gucken, wie wurstig ist mein Wurst, ne, mein Bagel. Und dann gucke ich, oh, da geht noch was. Ich mag schon sehr hot aufnehmen. Ja, also mit ordentlich Pegel. Dann. Ja, und auch fast verzerrt, aber gerade nicht. Also okay. Ich mag es, wenn meine Aufnahme, sei jetzt natürlich nicht, wenn es ein klassische oder wenn es irgendwas was Weiches ist, aber bei Rap oder bei R&B oder bei Popgesang finde ich es schon geil, wenn es schon fast verzerrt reingeht. Mehr Attitüde hat als einfach so clean. Ja. Okay. Was sind deine Lieblings-Headphones für Vocal Recordings? Oh, geile Frage. Also es gibt natürlich, also ich habe drei. Ich habe einen etwas unorthodoxeren, Bang & Olufsen HI9 oder H9i. Ist einfach so ein normaler Hi-Fi-Ding, aber die sind super zu. Ja. Dann mag ich natürlich den Biodynamic mit den sanften, ich weiß jetzt den Typ-Nummer nicht mehr, aber den 770, 790 oder so. 770 ist halt wirklich ein Studio-Classic. Ja, mit so einem etwas braunigen, fluffigen Innerohr. Genau, immer. Ja. Sehr angenehm zu tragen auf tolles, jeden Fall. Tolles Mal. Gerät. Ja. Oder natürlich den Sennheiser 25er, ne? Der HD25. Ja. Ja, genau. Der ist ein bisschen weniger bequem, dafür aber. Finde ich es geil, wenn man das Ding einfach nach hinten drehen kann, so, wenn man ein Ohr frei haben will. Viele Künstler lieben den halt. Ja. Weil es ist viel einfacher, das Ding einfach, so ein Ding hier groß zu machen, damit es sitzt. So. Ja. Das haben die echt gut gemacht. Ja. Also, das sind so meine drei. Ja. Dein persönlicher Tipp nochmal so als Sänger für irgendwie Vocal Performance: Gibt es irgendwelche Sachen, die du, wenn du jetzt singst, Sachen einsingst, die du nochmal beachtest, irgendwie, keine Ahnung, Kopfhörer nicht zu laut, immer ein Glas Wasser haben, Tee trinken oder keine Ahnung. Oder? Tee trinken, immer Wasser ohne Gas, weil Gas nimmt Luft weg. Ja. Aufwärmen, bevor man singt natürlich, aber dafür habe ich auch einen sehr spezifischen eigenen Weg, um das zu machen. Ganz normal, ich mache einen ganz tiefen Ton und versuche ein Loch im Lippen zu machen, der sehr wenig Luft durchlässt. Und versucht sehr viel Luft durchzukompressen. Und weil er nicht alles rausgeht, geht es wieder zurück. Und so wird die Luft verwärmt im Hals und machst du ganz schnell die ganze Rache, heißt warm. Es, glaube ich. Ja, genau, warm. Den Rachen warm, die Stimmbänder warm. Okay. Ja. Und und bringt die Lippen gleich so zum bisschen zum Vibrieren und so. Genau. Okay. Das ist ein super Trick. Ich nehme selber immer sehr gerne in Schleife auf. Jetzt neu hier in Ableton 11 kann man auch richtig Vocal Compen. Ja. Richtig gut gemacht. Ja, also für mich Vocal Comping 2.0. Da müssen jetzt alle nachholen. Ist wirklich gut. Sogar Logic und auch Pro Tools, die sollten mal hingucken. Die haben da ein paar richtig guten Sachen gemacht. In Schleife aufnehmen und das versuchen, ein paar Mal richtig zu singen. Und auch aufzunehmen und dann mal zu schnippeln und gucken, okay, was ist das jetzt der beste Take? Den dann nochmal 10-mal hören und dann nochmal singen. Ah, okay. Also nochmal ein bisschen sacken lassen, die Informationen verarbeiten, wo man sagt, an der Stelle kann ich noch besser singen, da nochmal atmen und so. Und das mache ich aus dieser Grund. Oft ist es so, zu 90% ist der erste Skizze der beste. Ja. Es kann aber
passieren. Manche Künstler haben es drauf, sich selber zu hören. Und weil man, wenn man schnippelt, auch Sachen zusammenschnippelt, manchmal, die gar nicht so in der Kontext waren, einen neuen Kontext kreieren, dann passiert es schon mal, dass ein Künstler den Kontext versteht und es nochmal richtig landet sozusagen. Und dann hat man immer beides. Kann man sagen, okay, ich finde jetzt der One-Take besser oder bleibe ich beim Comp? Ja. Eine Frage, die auch ganz oft kommt, finde ich, ist Vocal Doubling. Also wenn man nochmal eine zweite Stimme zu seiner bestehenden Stimme schon nochmal aufnimmt. Machst du dir die erste immer an oder machst du die aus? Weil das, da gibt es auch ganz viele Leute, die immer sagen, oh, ich kann die erste gar nicht hören. Ich mache einfach meine Doppelung und dann höre ich. Ja, das macht keinen Sinn. Oder so. Finde ich auch immer schwierig. Ne? Na, das, also das ist, es sei denn, es gibt tatsächlich Sänger oder Künstler, die es tatsächlich können. Ja. Das müssen wir dann erst zeigen. Weil es macht keinen Sinn, etwas zu doppeln, was du nicht hörst. Das ist irgendwie blind so ein bisschen. Das, ne? Das macht keinen Sinn. Ja, ja, genau. Weil es geht nicht um den gleichen Performance. Es geht um den gleichen Timing und den gleichen Tuning. Ja. Alles andere, du bist ja eigentlich, auf diesem Moment bist du Background-Sänger und nicht mehr der Lead-Künstler. Ja. Du unterstützt dich. Das heißt, du musst dich hören. Sonst, weißt du? Ja. Und sonst kriegst du zweimal so ein richtiger Lead. Ja. Und das ist nicht geil gedoppelt, finde ich. Okay, weil das heißt, wenn du doppelst, ist sozusagen die Doppelungs-Vocal vom Charakter her auch eine, die ganz klar eine Backing-Vocal mehr ist. Absolut. Das heißt, die irgendwie ein bisschen sanfter gesungen ist, nicht ganz so Expression, ja, genau, ganz so Ausdruck hat so? Weniger Ausdruck, weniger, ey, ich bin, also weniger, halt kein Lead. Ja, ja, genau. Weil das ist in der Mix nachher ein Kampf zwischen die beiden, zwei Leadsänger sozusagen. Ja, ja. Wenn der Leadsänger aber weiß, ich bin eigentlich Backgroundsänger jetzt, dann singt er ein bisschen anders und achtet viel mehr auf den Kontext. Und dann ist es auch easier to mix. Ja, super Tipp. Finde ich super. Danke. Und ich mache heutzutage immer nur eine Doppelung, weil mit all diesem Doppler-Software und so. Machst du es mit der Software? Fahr, also machst nicht Left, Right nochmal. Okay. Früher habe ich, ungelogen, in den 90er, Anfang 2000, habe ich 8 Doppelungen gemacht. Klar. Locker. Ja. Pro Stimme, pro Harmonie. Ja. Solche Stacks, das mache ich nicht mehr. Aber früher hat man das gemacht, weil man die Bandbreite auch brauchte. Das braucht man heute nicht mehr. Ja. Deswegen eine Stimme. Micro hier drauf, Micro Shift und tschüss. Ja. Lass doch kurz den Track nochmal anhören, weil dann hast du noch einen kleinen Special Treat für uns, den du uns zeigen willst. Lass doch nochmal einmal da reinhören, wie es jetzt klingt. Ja. Yo, see, I'm a rather die chick. Since day one, I held you down. Never thought when we broke up, you would turn around and be a clown. My old name Ricky. You brown skin, them brush waves. And he had a six pack. I used to go crazy when he hit that. Started with a quarter, then he moved up to a half. Also mit der gleichen Stimme habe ich noch mal was Lustiges vorbereitet. Genau, ich muss hier mal die ganze Konversation kurz mal scannen. Du kannst schon ruhig erzählen. Cool. Ich habe ja mit der gleichen Stimme habe ich noch mal eine Sache, die ich gerne mit RX-8 mache. Und was ich generell übrigens mit jeder Stimme, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich mache jede Stimme, den ich aufgenommen habe, in der Mixphase, nicht in Produktionsphase, in der Mixphase jage ich sie durch RX-8, mache einmal Deplosive, mache einmal Mouth Declick. Ja, super Plugin. Und dann nochmal Mouth Declick alleine rausgerendert, damit, wenn es zu viel war, ich sie wieder dazu noch ein bisschen machen kann. Ja. Weil oft ist es schon so, dass manche Sachen verloren gehen. Ja. Und wenn du die Geschwindigkeit behalten willst, dann ist es am besten, du machst einmal Mouth Clicks only und einmal Mouth Clicks raus und du speicherst die beide getrennt und dann hast du immer noch, kannst du immer noch machen. Genau. Und dann mache ich nochmal Deep Breath. Mhm. So ein bisschen, aber nur. Ein bisschen, so 10-20% oder so. Ja. Und dann mache ich den Leveler. Auch von Isotope RX. Ja, auch in RX. Das ist einfach ein Leveler, der macht eigentlich, was ein Kompressor macht, aber dann halt mit Zeichnung. Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert. Und das klingt halt geil, weil wenn du dann, wenn du das in deinen Kompressor jagst, dann liebt dein Kompressor dich, weil der hat ganz wenig Arbeit. Ja, ja, verstehe. Und dann, Leveler ist ein guter Tipp. Das super, weil wenn, du musst einmal eine Einstellung finden, du musst ein bisschen mitspielen, aber wenn du einmal, ich habe es echt jetzt sehr lange mache ich das schon, und das heißt ja, also seit RX6 oder so mache ich das. Und Kompressors lieben mich. Ja, sehr gut. Für die, die es eben noch nicht wissen, Mouth Declick oder noch nicht verstanden haben, Deplosives einmal eben, so Poplaute, ne, die irgendwie durch starke Windstöße so entstanden sind ins Mikrofon. Und Mouth Declick natürlich alles, was irgendwie mit
Lippenschmatzgeräuschen und so weiter beim Singen zu tun hat, was manchmal eben zwischen den Worten passieren kann, manchmal so auf dem Wort auch noch so ein bisschen passieren kann. Ne? Also und ich zeige mal. Das ist echt ein super Ding. Ja, ich habe es einmal hier gemacht, damit man es auch hören kann. Das ist die Stimme wieder. Ja, see, I'm a ride or die chick. Since day one I held you down. Never thought. Und hier ist der Schmatzerspur sozusagen. Das sind nur die Schmatzer. Das habe ich alles rausgeholt. Genau. Genau. Und zusammen klingt es dann normal, ne? Ja. See, I'm a ride or die chick. Oh ja, warte, ich habe einen Chainer drauf. Sorry. Ja. See, I'm a ride or die chick. Since day one I held you down. Und jetzt kann ich die leiser oder lauter machen, wie ich sie will. Ja. So, das ist das Original. Jetzt habe ich von dieser Mouth-Click-Spur, die ich rausgerendert habe, habe ich nochmal was Lustiges gemacht. Ein Percussion-Loop gebastelt. Bisschen runtergepitcht. Okay, bisschen alter Boy-Style. Genau, und dann habe ich hier nochmal einen anderen gemacht, der ist nicht runtergepitcht. Ein bisschen gequantized. Und also das heißt, du hast die zusammengeschnitten und hast sie quantisiert nochmal so ein bisschen? Ich habe sie nur quantisiert. Ach, nur quantisiert, okay. Genau, und cool. Einmal gepitcht und einmal nicht gepitcht. Ja? Und dann habe ich sie einzeln nochmal rausgerendert und daraus ein Beat gebastelt, natürlich mit mögliche hier zum Beispiel mit Neutron nochmal für Tiefe und ein Reverb hier. Und dann klingt das jetzt nur aus ihren nur den Vokalschmerzern. Ja. Von ihr, ne? Ja. Nichts anderes dazugefügt. Mega. Ja, und das ist einfach nur Geschmatzer. Wenn ich sie allein abspiele, zum Beispiel der Kick ist nur den... Wenn ich jetzt den EQ wegnehme. Okay, ja klar. Und das ist irgendwas Geschmatztes. Hier ist einfach ein kurzes. Dann habe ich hier noch den... Super. Wurde es irgendwo verwendet? Hast du daraus einen Track gemacht? Nee, ist einfach nur Spaß. Das habe ich jetzt für heute gemacht. Natürlich. Ja, genau. Nur um zu zeigen, mega, dass man halt richtige geile Pack-Loops machen kann mit Vokalschmatzer. Ja. Und dann greifst du mal nicht in die Kiste von tausende Perkloops, die alle schon haben. Jetzt machst du dein eigenes. So. Dein eigenes Ding. Das ist schon geil. Ja. Weil das könnte man jetzt rausbouncen, einen richtigen Kick und Snare drüber knallen und da geht schon was. Ja, super. Ja. Was ich ja auch liebe von RX ist dieser De-Esser auch so, finde ich. Spectral De-Ess finde ich ist auch mega. Ja. Fällt mir gerade ein, würde ich auch gleich wieder ausprobieren. Die ES ist auch mal raus, daraus einen kleinen Hi-Hat noch. Ja, zum Beispiel. Also geht genau das Gleiche. Also RX ist natürlich nicht gemacht eigentlich, um so richtig, sage ich jetzt mal, das klingt sehr unerbietig, aber es ist nicht gemacht, um creative zu werden, aber man kann damit sehr creative werden. Ja. Man kann echt super Sachen machen und finde es auch, man kann auch, die haben ja auch so Sachen wie zum Beispiel, was ich super finde, oft, und das mache ich, da sage ich sehr gerne auch mal für Effekten, für Vocal Jobs, nehme ich ein Vocal, ich verzerre die ein bisschen, EQ die ein bisschen, packe einen richtigen Hall drauf und spiele nochmal in die gleiche Töne ein Klavier dazu, renne das raus, gehe zu RX 8 und mache dann Rebalance und nehme dann nur den Vocal. Und der hat dann so ganz komische Artefakten. Von dem Klavier praktisch. Ne? Ja, und den Reverb. Ja, genau. Und das klingt dann so eigen und komisch. Oh, wow. Das musst du in der nächsten Session dann nochmal zeigen. Da brauche ich ein bisschen Zeit. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal eine weitere Session machen. Wir haben nämlich jetzt noch ungefähr 5 Minuten für unseren Talk. Also wir sind hier schon fast am Ende. Vielleicht musst du uns nochmal dein letztes Beispiel zeigen. Wenn ihr natürlich da draußen irgendwie das gerade streamt, wenn ihr das nachher nochmal streamt oder wenn ihr das nachher nochmal anguckt auf YouTube, gebt uns gerne ein Like, abonniert den Kanal von Imsterfester und kauft natürlich die Plugins, die Software, die ihr braucht. Das ist ja so das Motto von Imsterfester, weil irgendwie, es gibt unheimlich viele kleine Firmen auch so. Ne? Isotope ist jetzt natürlich schon eine der größeren Companies. So. Klar. Aber wenn wir jetzt gerade hier dein Sweet Vocal zum Beispiel erwähnen, der eben sagt, ey, ich mache hier die Plugins und ihr könnt was donaten, Patreon-mäßig irgendwie dazu. Es gibt viele kleine Plugin-Hersteller, finde ich, die es einfach wirklich brauchen, die Kohle auch so, um weiterhin uns zu beliefern mit guten Sachen und dementsprechend, also
kauft einfach die Software, die man benutzt, um damit Geld zu verdienen, um damit Musik zu machen. Und auch nochmal danke an SAE, dass wir es überhaupt bei denen machen. Absolut, ne? Genau. Habe ich nochmal einen House-Sound für die, die kein Hip-Hop machen. Jetzt nochmal ein bisschen House, alright? Nur mit Iris und Neutron gemacht. Außer durch die Beats. Weil es super wichtig zu erwähnen, dass so wenig Leute Iris auf dem Schirm haben. Ja, wo wir gerade bei Kreativtools waren eigentlich. Ne? Und Iris ist ja von Isotope einfach. Es ist leider nicht so extrem bedienungsfreundlich. Da muss man sich schon ein bisschen reinsteigern. Aber das ist ja RX als Sinti. So. Ja. Weil du kannst, zeig uns ein bisschen, was du damit gemacht hast. Noch. Also ich habe jetzt hier ganz schnell der Bass zum Beispiel ist ja super, super straightforward. Jetzt mache ich den Neutron auf. Was mache ich denn da? Sehr straightforward. Ich habe einfach drei Tonwelle. Also ich mache sie einzeln an und einen Kick. Also einmal ganz normales Sub, bisschen Chorus. Nice. Einmal ein Siebter. Ja. Pitch. Und einmal ein ganz normales Synth-Bass. Und dann habe ich noch ein Kickdrum. Und zusammen machen die dann halt. Und das Coole an, was ich liebe an Iris, ist, dass du wirklich sagen kannst, hey, kann ich hier nicht einfach, ich suche mal in meinen Ordner hier und ich suche mal ganz schnell Bass und dann finde ich super, schmeiße rein. Und jetzt ist er so. Und das geht halt, das finde ich halt. Okay, super easy. Das macht super so gut. So schnell. Ja, und das Algorithmus, das Time-Stretching und Formanten-Algorithmus ist unschlagbar. Ja. Fast so gut als bei Ableton. Aber es ist ein bisschen schneller, wenn du so vier Sachen gleichzeitig machen willst. Es geht bei Ableton auch schnell. Mhm. Dann macht es noch ein bisschen schneller. Mega. Wenn du einmal weißt, wie es funktioniert. Ja, ja, genau. Also das heißt, man muss sich ein bisschen einfuchsen. Genau. Mal bei Jürgen Würz eine kleine Class machen sozusagen. Ja, ja, der Spezi. Genau. Zum Beispiel hier der Vocal Chop ist nichts anderes als eine kleine Stimme, den ich einfach im Iris kurz zugeschnitten habe, wenn ich auch zeige, so einfach zugeschnitten. So, und ich könnte auch sagen, ja, nimm doch mal den. Es geht halt ratzfatz. Du kannst durch deinen Pfeil und selektierst jetzt einfach den Bereich. Genau. Kannst du kleiner machen, größer machen, so. Kannst auch loopen. Lass nochmal hören. Wirf nochmal an. Klar. Geht halt ratzfatz. Ja, okay, der Bass ist jetzt nicht mehr so geil, weil ich natürlich einen anderen Bass genommen habe. Ja, genau. Na, ist ja auch egal. Trotzdem gut. Ja. Super. Wir sind hier eigentlich kurz gibt's vor dem Fragen? Ende. Was gibt es noch für Fragen? Also hier gibt es nur rauf und runter Lob. Alle sind völlig begeistert von dem Stream irgendwie, sind von dem Event hier im Starfesta begeistert. Wir streamen jetzt auch schon eine ganze Weile irgendwie. Jetzt ist es gleich 20.30 Uhr, seit 15 Uhr sind wir am Start. Wow. Als nächstes schalten wir halt um nach Hamburg mit Katharina Köhler und Björn Beton. Oh. Da wird Dennis Schnichels nochmal interviewen. Da geht es eben ums Music-Business. Björn von Fettes Brot, Katharina von Deichkind. Und da geht es um Management und Tricks und Tipps, wie man im Musik-Business überleben kann. Ich würde sagen, ich danke mich ganz herzlich bei dir, Jan. Ja, gleich so. War toll, dass du da warst. Ihr... Oh.